Wir sind Clara und Jonathan und wir sind die letzten 1,5 Jahre durch Asien gebackpackt. Dabei haben wir auch 4 Monate auf und um Bali verbracht und dort super viel erkundet. Und in diesem Video erfährst du 10 und vielleicht noch ein paar mehr Dinge, die du auf jeden Fall vor deiner Reise nach Bali wissen solltest, um dort eine richtig tolle Zeit zu haben. Wir starten erstmal mit einer wichtigen allgemeinen Info. Die Insel ist sehr groß und sehr facettenreich und nicht alles dort ist so Instagrammable, wie es manchmal aussieht. Seid ihr also ein bisschen realistisch und guckt das Video bis zum Schluss, um zu sehen, was euch alles auf eurer Reise erwartet. Starten wir auch direkt rein. Los geht's mit einer wichtigen Info zur Einreise. Und zwar zählt Bali zu Indonesien und leider ist das Visum hier nicht so touristenfreundlich. Und zwar muss man das für 30 Tage beantragen und das kostet auch ca. 30 Euro. Leider gibt es seit 2024 auch noch eine Touristensteuer in Höhe von 9 Euro und die könnt ihr auch entweder direkt am Flughafen bezahlen oder auch vorher online. Vom Flughafen aus musst du auch erstmal zum Hotel kommen. Grundsätzlich buchen wir uns am Flughafen immer ein Taxi direkt im WLAN und fahren dann in die Stadt und kaufen uns dort eine lokale SIM-Karte. Aber man ist während der gesamten Zeit offline und das kann auch mal ein bisschen stressig sein, wenn irgendwas schief geht und man kann einfach niemanden und nichts erreichen. Deswegen gibt es da noch eine coole Alternative und das sind eSIMs. Die könnt ihr vor eurer Reise einfach online kaufen, installieren. Das geht super schnell und damit seid ihr quasi direkt bei der Landung schon online. Könnt ein Taxi buchen und damit zum Hotel fahren und alles weitere machen. Aber man muss schon dazu sagen, eSIMs sind meistens teurer als die SIM-Karten vor Ort. Ihr kauft euch quasi extra Komfort, für den ihr halt ein bisschen mehr bezahlt. Das Wetter bzw. die Regenzeit ist ein Thema, wo wir auch immer extrem viele Nachfragen bekommen. Die Hauptreisezeit ist in unseren Sommermonaten, also von Mai bis September. Da ist auch die Trockenzeit auf Bali. Die Preise sind in dieser Zeit aber auch ein bisschen teurer als im Rest der Saison. Wir waren auch einmal in der Shoulder Season im April bzw. auch einmal in der Regenzeit im Dezember und im Januar da. Klar, es kann dann auch mal regnen, vor allem richtig heftige Schauer können da auch mal runterkommen. Aber es ist nicht so schlimm, wie man das denkt. Es regnet dort nicht den ganzen Tag durch, sondern mal vereinzelt für ein paar Stunden, vielleicht am Nachmittag. Geld hat krass viele Nullen in Indonesien. 1 Million indonesische Rupiah sind umgerechnet 60 Euro. Merkt euch also, dass 100.000 Rupiah ungefähr 6 Euro sind. Das ist eine ganz gute Kennzahl für zum Beispiel Souvenirs, für Essen. Aber es kann sehr schnell verwirrend werden, weil die Scheine einfach wirklich viele Nullen haben und es sich immer um viele Nullen überall dreht. Weiter geht's mit dem Transport. Und gerade im Zentrum von Bali, in Kuta, Denpasar und auch Richtung Canggu ist der Verkehr einfach furchtbar. Es staut sich einfach immer und ihr könnt auch damit rechnen, dass ihr mal für eine 5 Kilometer Strecke mit dem Auto 30 Minuten braucht. Öffentliche Verkehrsmittel dagegen sind einfach überhaupt kein Ding in Bali. Und da gibt es am ehesten noch Shuttle-Services, die könnt ihr buchen auf 12GoAsia. Und ansonsten ist es einfach am beliebtesten in Bali Taxi zu fahren. Das könnt ihr buchen über die Apps Grab und Gojek. Ansonsten werdet ihr schnell merken, dass in Bali das Transportmittel für die meisten Leute Scooter sind. Wie gesagt, der Verkehr ist wirklich heftig und wenn ihr gar keine Rollererfahrung habt, dann würden wir euch das auch nicht empfehlen. Unsere Empfehlung an der Stelle sind auf jeden Fall Rollertaxis. Die sind einerseits noch günstiger und damit kommt ihr an dem wirklich furchtbaren Verkehr vorbei. Also ihr seid viel, viel schneller als jedes Auto, was auf Bali unterwegs ist. Aber wenn ihr vertraut seid mit Motorradfahren in Deutschland und so weiter, dann ist das auf jeden Fall nicht so dramatisch. Vor allem in den untouristischen Regionen ist quasi nichts los. Und ansonsten guckt es euch einfach vor Ort an, ob ihr euch das Ganze zutraut. Bali ist eine echt große Insel. Von Süd nach Nord sind es so ungefähr 100 Kilometer. Und auf diesen 100 Kilometern habt ihr Klippen, ihr habt Strände, ihr habt Städte, Regenwald, Vulkane und dann wieder Meer. Ist das wirklich absolut Wahnsinn, was für eine Vielfalt man auf der Insel sehen kann. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch, auf einem Bali-Trip mehrere Regionen auf der Insel zu erkunden. Und wir können euch da empfehlen, seid da flexibel, fahrt mal rum. Tendenziell kann man aber sagen, je weiter ihr im Zentrum seid, je näher ihr am Flughafen seid, desto voller und schöner und touristischer ist das Ganze auch. Und je weiter ihr euch davon entfernt, desto außergewöhnlicher und authentischer wird eure Bali-Reise. Da gibt es super viel zu sehen und zu entdecken, aber das sprengt hier auf jeden Fall den Rahmen. Deswegen, wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt einmal bei unserem Bali-E-Book in der Beschreibung vorbei. Das haben wir zusammen mit 2 guten Freunden geschrieben.
Marc und Lara von den Lehman Blocks. Wir waren ja selbst schon 4 Monate in der Region, aber die beiden haben 2 Jahre auf Bali gelebt und es ist einfach unfassbar viel Wissen in diesem E-Book drin und zum Beispiel auch Hidden Gems, die die beiden von Locals erfahren haben. Dazu gibt es dann auch eine interaktive Karte, die wir zusammen erstellt haben. Da haben wir quasi Empfehlungen auf der gesamten Insel gepinnt, die schönsten Strände, Hotelempfehlungen und die besten Restaurants zum Beispiel. Es gibt super viele Restaurants, da ist es nicht leicht zu entscheiden und in dieser interaktiven Karte bekommt ihr dann zu jedem Spot den Standort, Bilder, Preisinfos und auch einen kurzen Infotext mit unserer Einschätzung. Damit euer Bali-Urlaub dann nicht so aussieht, sondern eher so. Weiter geht's mit der Kultur und der Religion. Davon sieht man auf Social Media leider relativ wenig. Die Balinesen sind strenge Hinduisten und die Kultur bzw. die Traditionen sind wirklich einzigartig. Es gibt auch super viele Zeremonien, die man in den Städten, auf den Straßen, am Strand immer wieder mitbekommt. Außerdem werden jeden Morgen auf den Straßen, vor Läden und auf den Fußwegen Offerings an die Götter verteilt. Da ist immer ein Räucherstäbchen mit drin, es riecht wirklich einzigartig. Was ihr da auf jeden Fall beachten müsst, ist, dass ihr bitte nicht drauf dreht, bitte nicht rüberfahrt. Das ist total unhöflich. Guckt euch das einfach an. Es gehört zu Bali dazu und respektiert das Ganze. Was übrigens auch dazu gehört, ist, dass man nicht oberkörperfrei oder in Bikinis durch die Städte läuft. Ihr müsst wissen, dass Indonesien als strenggläubiges Land sehr strikt mit Drogen ist. Teilweise gibt es für den Besitz kleinster Mengen Cannabis schon Gefängnisstrafen. Also für eure Zeit im Land lasst einfach die Finger von allen Drogen. Weiter geht's mit ein paar wichtigen Infos zum Essen. Die lokalen Restaurants heißen Warungs, das könnt ihr einfach bei Google Maps eingeben. Und in diesen Restaurants gibt es dann quasi immer so eine Art Buffet. Da könnt ihr euch dann aussuchen aus Reis, Kartoffeln, ganz viel Gemüse, Tofu, Tempeh, Fisch, Fleisch. Und das ist wirklich günstig. Man bezahlt selten mehr als 3 Euro für einen Teller. Und wir kennen noch viele Warungs, wo man dann maximal so 1,50 Euro pro Person bezahlt. Also unfassbar günstig. Ein heiß diskutiertes Thema ist der Bali Belly. Falls du das noch nicht gehört hast, ist es eine Lebensmittelvergiftung. Und laut Recherche bekommt es zwischen 30% und 50% der Reisenden auf ihrem Bali-Trip. Um das Ganze zu vermeiden, solltet ihr auf keinen Fall das Leitungswasser trinken, aber auch zum Beispiel euer Obst nicht mit dem Leitungswasser abwaschen. Wie gesagt, das Ganze ist auch schnell wieder vorbei, aber es ist trotzdem irgendwie eine unschöne Erfahrung. Wenn wir euch bis hierher bei eurer Reiseplanung helfen konnten oder wir euch coole Infos gegeben haben, dann gebt dem Video auf jeden Fall ein Like und lasst uns einen Kommentar da, was euch überrascht hat oder wenn ihr noch Fragen habt, dann auch ab in die Kommentare damit. Bali hat wie viele andere Regionen in Südostasien ein großes Müllproblem und es gibt einfach keine Infrastruktur für die Entsorgung. Es liegt einfach viel Müll an dem Straßenrand rum, teilweise werden Berge von Plastik verbrannt, es ist nicht schön zu sehen. Achtet auf jeden Fall selbst darauf, dass ihr zum Beispiel dort jetzt nicht alles dick in Plastik verpacken lasst und so weiter. Ihr werdet definitiv mehr Müllprobleme sehen als zum Beispiel in Deutschland. Tollwut ist leider immer noch ein sehr großes Problem auf Bali. Wenn ihr, wie ich, mal von einem Hund gebissen werden solltet, dann müsst ihr trotz vorheriger Impfungen nochmal zum Arzt und euch nochmal impfen lassen. Die Vorsorgeimpfung schenkt euch nämlich tatsächlich nur mehr Zeit, sichert euch aber noch nicht vollständig ab. Tollwut ist absolut tödlich für Menschen. Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Etwas, was ihr auf jeden Fall noch wissen müsst, ist, dass Bali zwar ein tropisches Reiseziel ist, aber es hat jetzt nicht so diese typischen Traumstrände wie Thailand zum Beispiel. Gerade die ganze Küste bei Kuta und Canggu hat zwar überall Strand, aber der ist eher so braun, grau und auch das Wasser ist nicht sonderlich schön. Und wenn ihr in Bali baden gehen wollt und schöne Strände wollt, dann geht auf jeden Fall nach Uluwatu in den Süden der Insel. Dort gibt es schon echt schöne Strände und auch das Wasser dort ist sehr klar und man kann auch mal schwimmen gehen. Oder fahrt auf die Nachbarinseln. Wir verlinken euch hier mal ein Video von uns, zum Beispiel auf die Gili-Inseln oder nach Nusa Lembongan. In dem Kontext ist es vielleicht auch cool zu wissen, dass Bali eine der besten Inseln für Surfer ist. Und zwar von Anfänger bis Profi. An vielen Ständen könnt ihr euch auch sehr, sehr günstig ein Surfboard leihen, teilweise für 3 Euro die Stunde. Und das Ganze auch einfach mal selbst ausprobieren. Oder am besten noch, ihr bucht euch einfach eine Stunde mit einem Surflehrer und lernt das Ganze quasi mal im Urlaub. Lernen ist gut, bis man wirklich Wellen surfen kann, vergeht gefühlt eine Ewigkeit. Und wir können es immer noch nicht. Und noch ein Sparhack, bringt euch auf jeden Fall Sonnencreme aus Deutschland mit. Die ist hier viel, viel günstiger als in Bali. Wenn ihr die besten Strände, die leckersten Restaurants und auch untouristische Reiseziele in Bali kennen wollt, dann guckt auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung vorbei. Da ist unser Bali-Guide. Damit seid ihr auf den Urlaub bestens vorbereitet. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.